Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge In Sound Mind. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wo waren wir denn in der 2, ne? Ich bin noch mal kurz Ende letzte Folge, nachdem ich die Aufnahme beendet habe, hier fix im Fahrstuhl rumgefahren, wegen Speichern und so. Ich hab schon wieder echt Schiss. Ich muss es so sagen. Es wird irgendwie immer spannender und gruseliger. Waren wir in der 2? Ne, wir waren doch in der 1. Entschuldigung. Zack, zurück. Da lag irgendwas. Habt ihr das gesehen? Wir müssen nochmal hoch. Was war das? Ich drücke wie bekloppt. Ah, ich krieg's nicht. Verdammt. Habe ich jetzt die 1 gedrückt? Ich hoffe. Aufnehmen, 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 aufnehmen. Ich weiß nicht, sollen wir es noch nicht kriegen? Wir probieren es nochmal. Beim Runterfahren ist es leichter. Es hat irgendwas hat gebimmelt. Ich habe nur echt Angst, dass ich auf einmal nach oben gucke und hier steht irgendwas. So, letzter Versuch. Ich glaube, wir haben es aufgenommen. War das noch so eine Münze? Wir haben auf jeden Fall eine Münze. Bin mir nicht sicher, ob wir vorher eine hatten, aber es war halt auch so ein Münzengeräusch, ne? So, da drüben war Ellens Apartment. Boah, Gott, hat mich diese Lampe gerade erschrocken, ey. Ich bin aber auch ängstlich. Ich muss das mal so sagen. Hatten wir das nicht alles kaputt geschossen? Aber ich bin definitiv nach der Folge nochmal in den Aufzug. Ne, das konnten wir gar nicht kaputt schießen hier. Also ich bin definitiv nochmal in den... Ach stimmt, hier ist frei. Also darf jetzt hier auch wieder bitte keiner mehr kommen. Nicht nochmal. Alter Pillen-Junkie. Gut, also wir sind so weit gekommen, dass wir hier waren. Maybe later. Genau, hier drin waren wir auch. So. Wir haben jetzt eine Münze. Einer mit. Ja, hatten wir schon mal was genommen. Eigentlich Tempo. Oder? Gesundheit, List, Ausdauer. Ich weiß nicht, was List macht. Ausdauer ist auch nicht. Mal gucken, ob jetzt Gesundheit kommt. Erhöht deine. Ja, okay, also passt das mit den Farben. Das Rätsel ist halt immer noch, was es hier mit dieser Kälte auf sich hat. Das konnten wir nicht kaputt. Oder doch? Ging das hier? Nee, ging nicht. Oh, can't take another bite. Ja, mir ist bekannt, dass in diesem. Genau, das Licht flackert. Das war der Hinweis, den wir hatten. Das heißt, wir müssen irgendwie schaffen, das Licht hier wieder anzukriegen, würde ich mal meinen. Da kommen wir von der anderen Seite durch. Würde ich sagen, wir gehen mal rüber. Einfach nur in der Hoffnung, dass hier nicht wieder irgendwas richtig Fieses kommt. Im Wartungsraum waren wir auch schon. Das funktioniert schon mal. Wartungsraum. Vielleicht kriegen wir hier irgendwie das Licht an. Ich möchte nicht so viel Munition verschwenden. Ich habe überlegt, du wirst auch kaputt schießen. Achso, wir sind einfach wieder hier. Okay, das war der Raum, wo hier der Pistolengriff oder irgendwas von der Pistole zumindest. It's blocked from the other side. Da kommt irgendein Dampf raus. Hm, gute Frage. Och nö. Warum denn jetzt? Ich bin doch gerade eben schon dran vorbeigelaufen. Okay, also wir haben da hinten noch einen Raum Lüftungstechnik. Vielleicht können wir irgendwie die Lüftung anhauen, dass das Zeug wegzieht. Und unten sind wir auch nicht durchgekommen.
Wieder so ein Zeug. Erstmal Tür zu. Bringt denn die Scherbe hier eigentlich noch irgendwas? A shot in the dark. Hidden in shadows. Was, ich muss da reinschießen? Nee, irgendwie nicht. Ah, cool, okay, also wir müssen öfter die Scherbe benutzen. A shot in the dark. Hidden in shadows. Ach, guck mal, dort sollen wir hinschießen. Dort so hin. Hä? War mir relativ sicher. Ich hätte auch Bock, irgendwie das Ding da oben abzuschießen, aber... Hier gibt es auf jeden Fall nochmal alles Mögliche. Ein Schuss ins Dunkel und dann versteckt im Schatten oder so, ne? Das begreife ich gerade nicht ganz. Das steht doch nicht aus Spaß dort. Das da unten ist für mich eine Zielscheibe. Leider zeigt es die nicht mehr an, sobald ich weggucke. Aber ich habe doch da irgendwo hingetroffen. Hidden in Shadows. Der hat das Gefühl nicht los, wir sollen da drauf schießen. It's cold in here. Ey, es bringt nichts. Aber vielleicht im Dunkeln? Auch nicht. Mann, so viel Munition verschwendet. Tut mir leid. Also ich komme nicht ganz weiter mit diesen ganzen dunklen Schatten. Wir haben natürlich das Tonband. Wir könnten uns jetzt auch erstmal direkt das Tonband reinziehen. Vielleicht, da war ja auch ein Maschinengewehr oder Sturmgewehr, was auch immer, angezeichnet. Vielleicht brauchen wir wirklich eine andere Durchschlagskraft an Waffe. Vielleicht bekommen wir das im nächsten Apartment. Im nächsten Tonband, Entschuldigung. Nein, ich wollte hier noch gar nicht runter. Ja, vielleicht bekommen wir da irgendwie eine Waffe, mit der das dann auch klappt. Feuerlöcher brauchen wir alles nicht. Ich habe ein bisschen Angst hier. Hier runter zu gehen. Ah, Entschuldigung. Jetzt haben wir wieder Leben verloren. Ja, okay, also wir kommen auf jeden Fall nicht weiter. Wir sind alle Räume durchgegangen. Die ganzen Zahlen an den Räumen sind eh extremst verwirrend. Ich glaube nicht, dass es irgendwas damit auf sich hat. +69 +18. Ja, dafür gibt es hier zu viele Räume, als dass wir jetzt anfangen müssten, uns alle Zahlen aufzuschreiben. Dann würde ich sagen, lasst uns mal runtergehen. Boah, hier passiert auf jeden Fall gleich irgendwas, ich bin mir sicher. Ich weiß halt nicht, ob es schlau ist, das immer alles gleich kaputt zu schießen. Boah, ich wusste es. Irgendwas passiert hier gleich. Irgendwo kommt so ein Tintenklecksvieh raus. Für Wasser? Vor allem gibt es hier so viel explosive Sachen. Ich denke, hier kommen gleich irgendwelche Biester und wir müssen da drauf schießen. Wir haben noch einen Zettel hier vorne. Wir gehen mal gucken. Das neue Jahr kann beginnen. Kolumne von Jenny's Rex. In der vergangenen Nacht läuteten die Milton Heavener das neue Jahr mit einer wilden Party auf dem Stadtplatz ein. Es gab Feuerwerk, Line Dance und eine Darbietung des städtischen Chors. Auf dem Höhepunkt des Abends hielt Bürgermeister Barry Thorn seine jährliche Ansprache. Dank der Big Player wie Meyer Pharmaceuticals und Homamart hat unsere hiesige Wirtschaft neuen Aufwind bekommen und 97 wird unser bisher bestes Jahr werden, erklärte er den jubelnden Stadtbewohnern. Am 1. Januar 97 wird wohl das beste Jahr werden. Bis auf den Selbstmord im Supermarkt ist ja zumindest noch nicht so viel passiert, von dem wir wissen. Tja, sollen wir es kaputt schießen oder nicht? Ich denke,
Gut, nee, das war keine Munitionsverschwendung, aber da kommen wir auch noch nicht hin. Tja, ist jetzt die Frage, sollen wir wirklich erstmal das Tonband abspielen? Sache ist, wir sind gerade erst aus einem Tonband gekommen. Ich dachte eigentlich, wir erfahren jetzt hier noch ein bisschen was. Aber irgendwie... Boah, zack ist die Musik weg, ne? Selbst davor erschrecke ich mich, einfach nur weil Musik ausgeht. Ja, also ich wüsste nicht, wie wir hier weiterkommen. Wir können noch mal der Scherbe gucken. Was leuchtet denn da noch alles? Alles Sachen hier hinten, wo wir nicht rankommen. Da sind überall Schächte, aber da kommen wir nicht rein. Ich denke mal, vielleicht, wenn wir im Keller weiter in diesem Lüftungsschacht kommen, schaffen wir es irgendwie hier durch. Aber ich sehe gerade, wir haben hier noch was über... Boah. Im eigenen Schuss erschrocken. Das hatte ich nämlich übersehen. Die Poststelle. Empfangshinterzimmer. Hinterzimmer sind immer gut. Ah, okay. Da kommen wir schon mal so darüber. Geht bitte alle weg. Noch eine Münze. Okay, hier können wir oben nochmal in den Automaten. Ein Safe. Ich sag gerade noch, mit den Zimmernummern wird es wahrscheinlich nichts auf sich haben. Ja, jetzt denke ich natürlich, wir müssen wirklich irgendwas durchrechnen. Noch eine Münze. Batterie? Jo, gute Frage. I'm feeling bloated. Dann steckst dir ein und ist es später. Ich verstehe es nicht. Ah, wir haben hier einen Zettel. Welches Jahr haben wir? Ah, 97. Eins. Hätte auch einfach andersrum gehen können. 9. 9. 7. Detectinol erhöht die List, erhöht die Gesundheit, erhöht das Tempo, erhöht die Ausdauer. Das war ein relativ einfaches Rätsel. Wie sieht's denn eigentlich aus? Gesundheit 2, List 2, Ausdauer 1, Tempo 1. Es ist mir einfach geradezu ruhig. Ich habe so ein ganz mulmiges Gefühl die ganze Zeit. Achso, okay, wir hören das Wasser einfach von draußen. Hab nicht gesehen, dass hier Fensterscheiben sind. Aber hier läuft doch auch irgendwas. Jetzt müssen wir bloß noch hier irgendwie reinkommen. Wir können natürlich die Münze mal noch einsetzen. Was machen wir? Gesundheit? Ausdauer? Komm, wir machen Ausdauer, da fehlt nur noch eine. Einmal orange. Achso, wir können dann auch gar nicht mehr. Vielen Dank. Und dann hauen wir hier nochmal grün durch. Gibt's noch ein bisschen Tempo. Jetzt haben wir Tempo, jetzt haben wir alles auf 2. Das ist doch schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Ich weiß nicht, was das ganze Blaue ist. Würde ich gern nochmal der Sache auf den Grund gehen. So, wir gucken nochmal fix mit der Scherbe. Überall irgendwelche blauen Sachen. Ist das einfach blau hier? Da liegt was, also sollen wir wahrscheinlich drauf schießen. Okay, also blau sind anscheinend die ganzen Pillen. Hm. Unsere liebe Tonia-Katze meinte ja auch. Was sind das eigentlich für blaue Pillen, die du dir die ganze Zeit dort reinhaust? Hier vorne muss noch was sein. Gehen wir jetzt erstmal fix auf die Suche.
Also hier dahinter. Wir kommen aber nicht durch. Irgendwo da drüben noch. Aber auch hier kommen wir nicht mehr. Ah, hier ist noch eine Tür. Gut, wir brauchen auf jeden Fall die Maske. Wir sollten uns wahrscheinlich auch beeilen. Da haben wir's. War auch alles. Okay. Hätte ich mal eher checken sollen mit der Scherbe. Oh, hier leuchtet es ja überall noch blau. Wir kommen ja hier überall nicht rein, ne? War auch wieder plus 18. Stand doch hier vorne dran. Jetzt steht hier wieder was ganz anderes. Und unendlich. Gut, also ich glaube, wir haben, glaube ich, alles. Dann würde ich sagen, lasst uns wieder in unser Büro gehen. Und dann doch mal das Tonband abspielen. Also wirklich weiter kommen wir nicht. Dieser Hinweis mit der Shot in the Dark, der macht mir noch ein bisschen Rätsel im Kopf. Achso, wir sind in der 1, ne? Wir müssen natürlich in die 2. Ich dachte schon. Wir können natürlich hier oben auch nochmal gucken nach den Pillen. Sagen, das machen wir auch gleich. Da haben wir sogar 120 Leben. Bin mir sicher, hier kommt gleich was. Ich bin mir sicher. Ah, es war so klar. Ah, Alan Shore, the One-Man-Freak-Show, who made all your other patients seem well-adjusted by comparison. From the first moment he stepped into your office, you knew he was doomed. Have fun. Have fun heißt nichts Gutes. Oder er meint einfach nur wegen dem Tonband. Ich glaube, er meint nur, wir sollen Spaß mit dem Tonband haben. Da schaut mal, Dachtreppe. Auch noch gar nicht gesehen, die Tür. Das ist alles eine Etage tiefer, ne? Ich dachte gerade, ich habe da was gesehen da hinten. Hey, deserved it. Schade, dass das nicht stehen bleibt. War jetzt so ein Nebel hinter mir. So, was stand denn hier noch? Doch gerade noch irgendwo was gesehen. Stellt euch mal vor, wir gucken hier durch die Scherbe und auf einmal ist so ein Tintenklecksmonster hinter uns. Das wäre natürlich echt derbigst fies. Ich dachte eigentlich gerade, ich habe noch irgendwo was gesehen, aber vielleicht täusche ich mich auch. Ne, dort. Into the Void. Hm, na gut, ich glaube, wir müssen wirklich ins Büro. Is there a link between Virginia and Alan? I wouldn't rule it out. I guess I'm about to find out. Be careful, Desmond. Kann ich nicht nochmal streicheln? Entschuldige, ich wollte dich nicht so blenden. You keep seeing these pills everywhere. Glowing, blue. What happens if you collect them all? Ich will nochmal killern. Nochmal krabbeln. Ich darf nicht krabbeln. Manu. Uhrzeittechnisch sieht's wie immer ähnlich aus. Ja, ich würde sagen, wir müssen ins Tonband rein. Irgendwie ist der Büroraum immer noch der liebste. Das ist Virginia Rule. Das wissen wir mittlerweile. Das heißt, da wird wohl bald ein Ordner mit dem guten Alan dazukommen. So, bevor wir jetzt aber das nächste Tonband anfangen, müssen wir erstmal ein Folgenende machen. Ich laufe mit euch jetzt nochmal zum Fahrstuhl, dass wir nochmal speichern. Wir können ja prinzipiell nochmal hier durchgucken, aber ich glaube nicht, dass hier noch irgendwo was aufgeht. Und hier war ja auch zu, ne? Ja.
Gut, dann gehen wir jetzt nochmal speichern, machen erstmal Ende mit der Folge und können die nächste dann im Tonband anfangen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 16 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.